Einen wunderschönen guten Abend, liebe Motorsportfreunde. Heute zum 17. Rennen der Racing League eSport. Wir befinden uns auf dem oder in Mexiko auf dem Hermann, deswegen heißt er, glaube ich. So, nachdem letzte Woche keine Übertragung stattfand, heute wieder wie gewohnt 20 Uhr live. Guten Abend, André. So, Spielsound ist auch da. Wunderbar. So, ja, wie gewohnt, fast jeden Sonntag, leider in letzter Zeit, immer nur ja ein kleineres Fahrerfeld vorhanden. 15 Fahrer, somit wird Qualifying Session 1 auch übersprungen. So, dann fahren wir gleich mal eine Runde mit Savi mit. Okay. Vielleicht fahren wir auch keine Runde mit. Probieren wir es mal auf bei Jan. Jani will hier keine Zeit abliefern. Ja, probieren wir es auch bei Miguel. So, sorry, ich muss kurz noch weg. Nerf, servus. Danke, Lurk, Bones, dir auch einen guten Abend und hallo, Tzatziki. Nee, ich war nicht gemutet, ich musste noch mal kurz nach meiner Tochter gucken. Ich war nicht gemutet und ich habe auch nicht geraucht. Jule, vielen lieben Dank für deine 6 Bits. So, die ersten Zeiten sind da. Ja, brauche ich nicht hier groß kommentieren. Das sind eh alles nur Zeiten, die kein bisschen zählen.
Nee, du bist da. Nerf, meine ich jetzt. Nerf. Danke für deinen Lurk. Noch bist du da, ja. Jetzt, das ist schön. Vielen Dank für deine 6 Bits. So, Q1 somit so gut wie beendet. Das können jetzt alle überspringen. Dann geben wir ins Q2. Nerf baut nur Unfälle, der wird bis zu dir nie im Stream schaffen. Bones, nichts für ungut, aber der hängt sich da an andere dran. Sollen die ihn unter seine Fittiche nehmen, ihre Fittiche nehmen? Der schafft das schon. Ich habe ihn zu dir geschickt. Na dann. Naja, er kann sich gerne melden. Das weiß er, wenn irgendwas ist. Hatte ich ihm vorhin in seinem ersten Stream heute Mittag auch schon gesagt. Daher, gar kein Thema. An dir liegt es nicht. Alles gut. Wie gesagt, das soll aber jeder machen, wie er will. Das ist mir relativ. Ja, er war heute Mittag mal kurz live. Gegen, was war's denn? 12, 12, halb eins in dem Dreh. So, Marco und Lord Dennis, seht mal zu, dass ihr hier abbrecht. Thank you.
So, Bones, du hast was Besseres gemacht. Hast bestimmt geschlafen. Ja, einfach geraten. So, auch Marco ist jetzt rausgefahren. Ja, schön. So, Marco hat die Session verlassen, fehlt nur noch Lord Dennis, der gar keinen Bock dazu hat. So, ich werde euch dann mal die Fahrertabelle einblenden. Aktuell wie folgt: Linus, Axel, die ersten beiden Plätze mit 286 Punkten und 222 Punkten. Dann auf 3 Leclerc mit 119 Punkten. Buti auf der 4 mit auch mit 119 Punkten. Also punktgleich mit Platz 3. Janni auf Platz 5 mit 116 Punkten. Jeweils 77 Punkten haben Olli und Hurricane. 74 Punkte
Mark Blinsky, 67 Punkte Miguel. Auf Platz 9 und auf Platz 10 AZ mit 58 Punkten. So, die Teamtabelle nach mittlerweile 16 Rennen beziehungsweise 15, da wir ja eins ausgefallen ist, dann ist es 14, 15 Rennen ist ausgefallen, 16 Rennen, also wohl nach eigentlich 15 Rennen offiziell. Axel auf Platz 1 mit 508 Punkten. Axel, sag ich schon. Das Team Alpine auf Platz 1 mit 508 Punkten. Dann dahinter mit einer Differenz von 310 Punkten McLaren. Auf also 198 Zählern. So, Platz 3 belegt AMG mit 150 Punkten. Auf dem Platz 4 haben wir Aston Martin mit 147 Punkten. Red Bull Racing auf der 5 mit 144. Ferrari auf Platz 6 mit 99 Punkten. Dann, was habe ich jetzt eigentlich gemacht? Auf 6. Ja, genau, 6. 7 haben wir das Haas-Team mit 82 Zählern. Auf der 8 Williams Racing mit 70 Punkten. Auf der 9 Alpha Tauri mit 67 Punkten. Und auf Platz 10 haben wir Alfa Romeo mit 59 Punkten. So, dann gehen wir jetzt auch schon gleich ins Q2. Als erstes fährt ein Ferrari heraus. Gefolgt von Buti. Und Savi ist auch schon draußen. Der ist sogar schon ein bisschen länger. Also Savi wird uns die erste Zeit liefern. Somit er auch den Platz verdient, dass wir in der Cockpit-Ansicht mitfahren. Ja, moin. Warum schreibt mir das keiner? Ah, Wahnsinn. So, I'm sorry. So, also, Q2 hat begonnen. Jetzt seht ihr das Q2 auch. Gut, Savi gibt seinen Platz ab. Der möchte nicht, dass wir ihm zuschauen. Dann wird Hurricane jetzt dann die erste Zeit abliefern.
So, Hurricane in Sektor 2, Purple auf jeden Fall. Also schnell unterwegs, zumindest in Sektor 2. Und Hurricane fährt eine 1.16.544, Hootie eine 1.16.252. So, da haben wir dann auch Janni mit einer 1.16.442, ordnet sich erstmal mit oben auf Platz 2 ein. So, da schiebt sich Miguel noch davor, nach vorne, 1.15.890. Rinaldus auf der 3, 1.16.308. So, was macht einfach Leon? Der ist relativ weit vorn. So, als nächstes kommt AZ über die Start und Ziel. Eine 1.16.151 reicht zu Platz 2. Derzeit auf Mediums unterwegs. Nur auf Soft jetzt, die draußen sind, ist Miguel, Janni, Olaf, Marco und Axel. So, Leon leider auf einer ungültigen Runde, somit auch noch keine Zeit von ihm. Savi probiert es jetzt. Also Purple, Sektor 1 auf jeden Fall Purple. So, für Savi reicht es zu Platz 3, 1.16.198. So, Slay One, der Neue im Feld, zumindest diese Woche, ich weiß nicht, ob er letzte Woche schon mitgefahren ist. So, Dynamo hat sich nach vorne auf Platz 4 erstmal geschoben mit einer 1.16.237. Somit auch er unter den Top 10. So, was zeigt Slay One? Eine 1.17.081, somit erstmal Platz 11. Beamsy hat sich auf 11 geschoben. 1.16.860. Axel, Wahnsinn, 1.14.689. 1,2 Sekunden schneller als Miguel. Das ist definitiv schon mal eine Hausnummer. So, Olaf. Jetzt letzte Kurve vor Startziel. Eine 1.15.210. Auch er etwas über 6 Zehntel schneller unterwegs als Teamkollege Miguel.
Jo, wir sind gespannt. Einfach Leon. So, einfach Leon kommt jetzt über Startziel. Eine 1:15.935. Auch er knackt die 1:16er Zeit. Somit auch er unter den Top 10. So, Dreamsy in Sektor 2, 13 schneller. Er verbessert zwar seine Zeit, aber es reicht nicht, um die Platzierung zu verändern. Aber Slay One hat sich nochmal einen Platz gesichert. 1:16.479. So, jetzt geht auch Marco raus. So, Axel mit seiner 1:14.689 reicht ihm, er verlässt. Schau mal die Lobby vorzeitig. So, Marco auf jeden Fall Sektor 1, Purple, auch eher schnell unterwegs hier. Nach jetzigem Stand verabschieden wir uns von Q2, von Lord Dennis, Vianney, Slay One, Dreamsy und Marco. Allerdings, wie gesagt, jetziger Stand, 3,5 Minuten haben die Fahrer noch, Lord Dennis und auch Vianney sind jetzt auf ihrer Hotlap. Marco, der 1:20.546. Mensch, da geht aber noch was. So. Janni. Wir sind gespannt, was wird Janni für eine Zeit abliefern. Reicht es, um sich zu verbessern? Sektor 2 auf jeden Fall Purple. Und eine 1:15.178. Somit Platz 3 für Janni. Lord Dennis sich vorgeschoben auf Platz 8. Mit einer 1:16.054. So, jetzt sind wir gespannt. Dynamo aktuell noch auf Platz 10. Wo hört man mich?
Olaf hat auch verlassen. Man sich hier irgendwie selber muten. Ich habe zwar kein Headset an, aber irgendwie habe ich im Spiel Ausschlag. Komische Sache. Naja, kein Plan, was das sein soll. So, Booty hat sich auf jeden Fall auf Platz 2 noch geschoben mit 1,14,886. So, wir gucken bei Harry Kane. ...1,14,913, auch für ihn reicht es für Q3. So, wir werden uns verabschieden von Lord Dennis, von Savi, von Dynamo, von Marco und von Dreamsy. Die sehen wir dann im Rennen wieder. Kuriose Sache mit meinem Headset. Ja, läuft. Headset ist aus, steht auf der Station, aber ich habe übertrage meine Stimme in den ja, ins Spiel rein. Sauber. Nein, kein Plan, was das ist. So, die letzten 10 Kandidaten für Q3: Harry Kane, Ronaldo, Slavon,
Guti, einfach Leon, Miguel, Olaf, Janni, Erxel und AZ. So, meine Lieben, ich lasse euch mal ganz kurz alleine mit dem ersten Fahrer. Ganz kurz Richtung Bad. Oh, da bin ich wieder. Oh mein Gott, die ersten Zeiten sind eigentlich alle schon da. Also Axel Platz 1 in 1.14.458. Guti in 1.14.472. Miguel mit 1.14.794 aktuell auf Platz 3. Dann haben wir Janni auf Platz 4 mit 1.14.822. AZ 1.14.827. Olaf 1.14.858. Dann haben wir Rinaldus mit 1.14.923 auf Platz 7. Hurricane auf der 8 mit 1.15.057. Slay One 1.15.516. Und einfach Leon aktuell noch ohne Zeit. Wird aber auch jeden Moment seine Zeit setzen. So, Leon, eine 1.15.771.
So, alle anderen sind jetzt auch wieder in der Box. Nur Leon fährt vermutlich jetzt rein. Oder setzt er nochmal eine schnelle Runde hinterher. Nein. So, die ersten sind auf jeden Fall schon wieder auf ihrer Outlap. So, Rinaldos wäre jetzt auf seiner Hot Lap. So, Rinaldos verbessert sich auf Platz 2, 1:14.654. AC, seine Runde ist ungültig. Hurricane, wie sieht da die Zeit aus? So gut, dass er in die Box zurückfährt. AC bricht auch ab. Und Rinaldos wird wieder reinrollen. So, Janni, ganz kleines Stück schneller in Sektor 2.
und verbessert seine Zeit auf 1:14.741, Platz 4 für ihn. So, Booty auch nochmal auf seiner Hotlap. So, so wie das aussieht, kommt als erstes Janni drüber. So, Janni Platz 3. Booty ist auf der ungültigen Runde. So, Miguel in Sektor 1, ein bisschen langsamer als seine bisherige Runde. AZ in Sektor 1 Purple. Auch Hurricane in Sektor 1 schneller unterwegs. Axel legt nochmal einen drauf. Knackt die. Wahnsinn. 1:14.14er Zeit. 1:13.966. Somit Platz 1 im Moment für ihn. Reynaldus derzeit auf Platz 3. Miguel auf Platz 2. Janni, ungültige Runde. Booty auch nochmal schneller unterwegs. Jetzt hat sich AZ noch nach oben geschoben. Auf Platz 3. So, kann Booty sich nochmal verbessern? Jawohl, von Platz 7 auf Platz 4. Hurricane auf der 5. Reynaldus auf der 6. Janni, das wird nichts mehr. Und auch Olaf bleibt auf der 8. Also die ersten 10 Startplätze: Axel, Miguel, AZ, Booty, Hurricane, Reynaldus, Janni, Olaf, Slay One und einfach Leon. So, 21 Uhr ist der Start angesetzt.
Somit gehen wir auch mal ganz kurz in die Werbeunterbrechung.
So, pünktlich zur Einführungsrunde sind wir wieder da. So, reifenmäßig sind Miguel AZ, Lord Dennis, Xavi, Dynamo, Creamsy und Leclerc auf den Mediums unterwegs, der Rest auf den Soften. So, die Fahrer versammeln sich wieder auf der Startlinie. Also kann es jetzt jeden Moment losgehen. So, die Ampel geht jetzt an. Und die Ampel ist aus. Es geht los. Axel kommt hier sehr gut weg, dicht gefolgt von AZ. Hurricane auch zwei Plätze gut gemacht. Reynaldos 2. Buti einen Platz verloren. So, jetzt geht's in die erste Kurve. Ich hoffe, es kommen alle heil rum. Das sieht sehr gut aus. Es sind keine Teile geflogen, soweit wir sehen können. Und da hinten, oh, Duell. Zwischen könnte Lord Dennis gewesen sein mit Xavi vielleicht. Auf jeden Fall war es ein Aston Martin, der da im Zweikampf war. So, Xavi auf jeden Fall 4 Plätze verloren. Creamsy weder gewonnen noch verloren, also gleich geblieben. Leclerc 2 Plätze gut gemacht. Leivon 3 Plätze verloren. Marco 3 Plätze gewonnen. So, Verlierer von dem Ganzen ist Miguel, der 7 Plätze verloren hat. So, hier ist gerade Miguel gegen Leon im Zweikampf. Miguel behält die Nase vorn. Lord Dennis schon die erste 3 Sekunden Zeitstrafe. Und da kam es zur Berührung.
Play One jetzt auf Platz 15. Marco auf der 10, Leclerc auf der 11. Dynamo auf der 12. Leclerc übrigens nachgejoint, war im Qualifying nicht dabei, ist somit von Platz 16 gestartet und ist jetzt schon 11. So, Gott, Dennis in der Box gewesen. Savi in der, oh, in der Box gewesen. Genau, die drei waren schon in der Box. Die nächste Zeitstrafe vorne für AZ. Schnellste Rennrunde von Axel 118183. Der Booty auf der 4. Mit DRS hinter AZ. Und probiert es jetzt nach Startziel. Und es reicht. Geht vorbei an AZ. Somit Platz 3. So, nun direkt davor Hurricane. Schnellste Rennrunde von Savi, 1:17.695. So, Leclerc hinten auf Aufholjagd. Platz 12, 0,3 Abstand zu Platz 11. Aber auch vorne der Red Bull dicht an AC dran. Hinten, ach, zu spät. Dynamo gegen Leclerc. Leclerc vorbei an Dynamo. Somit Platz 11 jetzt für Leclerc. Oh, und auch vorne. Oh. Hurricane gegen Booty. AZ nutzt die Chance. Und geht auch vorbei an Booty. Nein, Booty holt sich Platz 2 wieder. Entschuldigung, Platz 3. AC auf der 4. Wo Jan hier weit draußen verteidigt seinen 6. Platz gegen Rinaldos. So, AC jetzt am DRS-Fenster und er geht vorbei an Booty. Booty hier sozusagen chancenlos. Und die nächste Zeitstrafe für Marco. Somit Marco auch 6 Sekunden.
So, Leon und Mark bei beide Haas-Piloten. So, Dynamo und Leclerc immer noch im Zweikampf. Rinaldus und Yanni hier. So, Rinaldus hat den Zweikampf gewonnen, ist jetzt vor Yanni. Mit Platz 6 für ihn. Und Leon hat es erwischt. Leon ist raus. Safety Car Phase. Schauen, ob wir sehen, wo er rausgeflogen ist. Nicht wirklich, ne? Doch da. So, natürlich nutzen jetzt alle die Safety Car Phase, um frische Reifen sich zu holen. Wenn Slay ein Glück hat, kann er aufschließen wieder. So, Slay One auf jeden Fall sich entrundet. Ich glaube, das ging in dem vorigen F1 nicht. 2020. Wenn mich nicht alles täuscht.
Moin Leon. Ja, sehr passiert, ne? Mein Gott. Sehr schade auf jeden Fall. Ja, danke dir noch einen schönen Restsonntag und einen schönen Start in die neue Woche. So, nach wie vor Safety Car Phase. Noch ist es Safety Car draußen. Lay One hat noch 57 Sekunden Rückstand auf Platz 14. Guten Abend, Alex. Ciao, Leon. Und Dankeschön. So, das Safety Car geht in dieser Runde rein. Sieht schlecht aus für Slay One. Er wird wohl nicht mehr rankommen. Immer noch 44 Sekunden. So, Miguel gibt die Geschwindigkeit vor. Ab Startziel bzw. grüne Flagge darf überholt werden. So, wir schauen uns mal den Restart in Position oder aus Sicht von Position 4 an. Miguel geht aufs Gas, ist relativ gut weggekommen und bleibt somit auch startzielmäßig erstmal auf Platz 1. Guten Abend, Alex. Na, wie geht's dir? So, alles wieder offen. Janni auf Platz 8. Ganz dicht hinter Rinaldus. Hier ein bisschen schneller in die Kurve rein und schon ist er vorbei an Rinaldus. Aber Rinaldus natürlich noch in Angriffsposition. So, Slay One konnte aufschließen bis auf 20 Sekunden. Sami, die nächsten 3 Sekunden Zeitstrafe, mittlerweile bei 9 Sekunden angekommen. Aber auch er dicht an Lord Dennis dran. Und da kam es zur Kollision. Wenn ich richtig gesehen habe, Savi, ein Teil von Savis Frontflügel weg. Somit geht er jetzt in die Box. Das ist natürlich Slay One seine Chance. Somit Slay One auf Platz 14. Aha, ach, du kennst das bestimmt. Im Alter darf man nicht mehr klagen. Viel um die Ohren, zu wenig Tag für die Zeit und ist ich für alles bräuchte. Dadurch etwas überlastet, wenn man das so sagen kann. Ja, Alex, ich weiß, was du meinst. Stimmt. Wie war das? Man kann froh sein, wenn man sich überhaupt noch bewegen kann, ne? So im Alter und so. So, wie angekündigt, Slay One natürlich vorbei an Savi, der nun 7 Sekunden Rückstand auf Slay One hat. Wenn wir die 9 Sekunden noch draufrechnen, sind wir dann bei knapp 16 Sekunden, die Savi dann rausholen müsste. Nee, 9. Er hat 7 aufholen und 9 Mindestvorsprung. So, Leclerc sich auch wohl leicht gedreht, verbremst, wie auch immer, war kurzzeitig geghostet, hat 2 Plätze verloren, ist jetzt auf 13, Dennis auf der 12, Creamsy auf der 11. So, ansonsten auf jeden Fall das Fahrerfeld dicht beisammen wieder. Ja, genau. So, und die nächste Zeitstrafe hier für Marco, auch er mittlerweile 9 Sekunden und was war das denn jetzt? Hat gerade ein Auto in die Box rein. Ja, läuft.
So, Leclerc mittlerweile auf Platz 15. Was da jetzt gewesen ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall Play One wieder auf 13. Abi auf der 14. Also ganz komische Sache. Dynamo geht hier an Marco vorbei. Ja, Alex, ich war jetzt auch zwei Tage krank geschrieben, weil wegen, keine Ahnung, irgendwelche Rückenschmerzen, wo keiner wusste, wo sie herkommen. Aktuell geht es wieder. Aber ist halt so, wenn man älter wird, ne? So, AZ, 6 Sekunden. Strafe aktuell. Sektor 1 Purple, also sehr schnell unterwegs. So, Sektor 2. Gelbe Flagge. So, jetzt Startziel. Janni DRS. Guti DRS. AZ auch im DRS-Fenster. Nur Hurricane hat kein DRS. Wie ist das hier? Oh, AZ vorbei an Hurricane. Ja, Marco heute, glaube ich, vom Pech verfolgt. Oh, das wird eng, das wird sehr eng hier. Olli Olaf gegen Buti. Aber es hat gereicht. Buti hinter Olaf. Rinaldo ist auch noch vorbei an Buti. Somit Buti Platz 8. Ist das mit dem Rücken wenigstens besser geworden? Ja, was soll ich sagen? Durch die Schmerztabletten ist es sogar schon besser geworden. Es geht auch schon wieder ohne Schmerztabletten. So, hier Buti schon noch einen Platz verloren gegen Dynamo. Was ist da los? Ich vermute, dass es irgendeine Entzündung war. So, Buti fährt weiter, also am Auto. Am Auto ist auf jeden Fall nichts kaputt. 8 Wochen schon daheim wegen einem schmerzhaften Sprunggelenk. Morgen geht's in die 9. Oha. Jeder sagt was anderes. Na, dann hoffe ich mal, dass es nichts Schlimmes ist, dass man es behandeln kann. Natürlich heftig, ey. 9 Wochen jetzt dann zu Hause oder jetzt erstmal 8 Wochen. So. Marco hat die Session verlassen oder aufgegeben. Das war heute definitiv nicht Marco sein Rennen. Somit beide Alpha Haas draußen.
Ach ja, das läuft ja bei euch da. Ja, es ist immer blöd sowas, ne? Dass, wenn da, also wenn man zum Arzt geht, man hat Schmerzen, der Arzt findet nichts. Ja, kommt man sich ja irgendwo auch selber blöd vor. Beziehungsweise man macht sich ja auch irgendwo selber Gedanken, ne, was es sein könnte. So, jetzt vorne der Angriff. Hurricane gegen Olaf und auch Rinaldo ist vorbei an Olaf. Womit Rinaldo ist jetzt auf der 7, auf der 6, Olaf auf der 7. Hurricane auf der 5 aktuell. So, hinten jetzt Dynamo an Olaf auch vorbei. Platz 7 für Dynamo. Olaf wird durchgereicht auf Platz 8. Ah, der Orthopäde war schon etwas. Jetzt müssen wir montags wieder hin, um weiter zu gucken. Und am Wochenende gab es Thrombosespritze. Hast du ihm die gegeben? Wenigstens? Oder musste er selber machen? So, jetzt der Angriff von Rinaldus gegen Hurricane. Rinaldus somit auf der 5, Hurricane auf der 6. Ja, ich drücke euch die Daumen. Auf jeden Fall, dass ne, das schnell band oder heilt. Ich musste mir damals meine Thrombosespritzen selber geben und das war schon ein bisschen. Das ist halt was anderes, wenn man sich das, wenn man das selber macht, beziehungsweise wenn es gemacht wird, ne? Das ist schon heftig. So, Runde 19 von, Entschuldigung, Runde 20 von 36 sind jetzt gefahren. Janni geht hier in die Box. Oh mein. So, Janni wird auf Platz 10 gereicht. Olaf ist jetzt erst auf Startziel. Und Miguel, da hat es Miguel erwischt. Und vermutlich beim Rausbeschleunigen, würde ich jetzt fast sagen. Die erste war komischer als die zweite. Das Einstechen der Nadel fühlte sich echt doof an. Und so mit Widerstand. Weiß nicht, wie ich es anders beschreiben sollte. Bei der zweiten ging es leicht von der Hand. Ja. Ich könnte ja jetzt fies sein, einfach vorstellen. Ha, ich kann meinem Mann wehtun. Ha. Ja, ich weiß aber, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Es ist nicht einfach.
So, wie sieht denn das Boxenstoppfenster aus? Wir haben. Ja. Oh, alle. Oh, hier aus Slave One, Leclerc, Savi auf 4 Stops. Olaf 3-mal drin gewesen. Streamsy 2-mal. Lord Dennis auch schon 3-mal. Und die restlichen dann 2-mal. So, jetzt ist auf jeden Fall wieder das Fahrerfeld komplett zusammen. Safety Car geht jetzt wieder rein. Axel gibt die Geschwindigkeit an. Ab Startziel darf wieder überholt werden. Slay One. 2 Plätze verloren. Savi und Leclerc vorbei. So, Ronaldo ist hier dicht an. AZ. Alter, hallo. So, Olaf auch an Trimsi vorbei. Alter, schnell hier die Position wechseln. So, hier geht jetzt Hurricane an Yanni vorbei. Lord Dennis an Booty. Noch sind sie auf einer Höhe. Ich habe die ganze Zeit die falsche Perspektive. So, vorne Ronaldos vorbei an AC. Sektor 3, gelbe Flagge. So, hier Dynamo gegen Booty. Dynamo bleibt vorne. Thank you.
Ah, so, hinten ist jetzt Slay One wieder auf die 11 gefahren, vorbei an Booty. Leclerc auf Platz 13. 27 Sekunden Rückstand. Alter, vorne. Hurricane gegen AZ, AZ gegen Hurricane. Außen jetzt vorbei an AC und sichert sich aktuell erstmal Platz 3. Und Dennis hinten vorbei an Janni. So, auch Dynamo und Lukas Reichweite an Janni. Und hier der Versuch. Gereicht. Wir haben nie zwei Plätze verloren. Olaf gegen Dynamo. Oh, wenig Platz gelassen. Alter, zwei Falten aber hier. So, die letzten 10 Runden. Ja, die Zeitstrafen, also Axel aktuell keine, Rinaldus auch keine, Bimsi und Guti auch ohne Zeitstrafen. Spitzenreiter aktuell Savi mit 15 Sekunden. Ja, Booty braucht sich hier eigentlich gar keinen Stress machen. Den spült es auf jeden Fall ein paar Plätze nach vorne. Olaf und AC, Olaf vor AC. Ja, auch ein Dreamsie wird es weit nach vorne spielen. So, Hurricane, die erste Zeitstrafe jetzt auch kassiert. 3 Sekunden. Aber diese 3 Sekunden tun ihm aktuell nicht weh. Jetzigen Stand wird es auf jeden Fall Dreamsy sehr weit nach vorne spielen.
Nur Dynamo hier an Lord Dennis. So, nochmal ein Platzwechsel. Lord Dennis vorbei an Hurricane. Dynamo vorbei an AZ. Ja, doch. So, jetzt Hurricane gegen Dynamo. So, auch Axel hat es mit erwischt. Auch er eine Zeitstrafe. Nun noch ohne Zeitstrafen Dreamzy und Buki. Ja, Dreamzy und auch Booty werden die glücklichen Gewinner in diesem Rennen sein. Wenn ich mir diese Zeitstrafen hier angucke, die werden beide einige Plätze nach vorne gespült werden. Direkt ausrechnen will ich es jetzt nicht. Aber es wird einiges passieren. So, vorne nochmal. Lord Dennis auf Platz 2. Vorbei an Rinaldus. Slaybon. Zurückgefallen auf Platz 11. Was ist hier los? So, Slay One in die Box rein, deswegen. Vorne Dynamo gegen Rinaldus. So, auch Dynamo jetzt vorbei an Rinaldus. Aber Rinaldus braucht sich da eigentlich auch wenig Gedanken machen. Platz 2 gehört ihm nach jetzigem Stand. So, die letzten 3 Runden. So, auch Dreamzy mittlerweile eine Zeitstrafe kassiert. Jetzt nur noch Booty ohne Zeitstrafe.
So, wo wird noch was versucht? Dynamo, setzt der nochmal an. Lord Dennis, Dynamo, beide 15 Sekunden. AZ, 15 Sekunden. Xavi, 21 Sekunden. 24 Sekunden. Wahnsinn. Ich glaube, ab 30 Sekunden ist er disqualifiziert. Slay One auch 12 Sekunden. Heftig. Also rein rechnerisch müsste Buti, aber Rinaldos zurück. Rinaldos hier gegen Dynamo. Dynamo Platz 3. Wollen hier rein rechnerisch, ja, keine Ahnung. Könnte das sogar Platz 3 bzw. 4 für Buti werden. So, Runde 35 von 36. Vorletzte Runde jetzt. Axel führt nach wie vor das Feld an. So, hier nochmal ein Wechsel zwischen Rinaldos und Dynamo. Dynamo holt sich Platz 3, probiert sich Platz 3 zurückzuholen, fällt wieder zurück auf 4, jetzt wieder auf der 3. Jetzt Rinaldos wieder auf der 3. Und Dynamo kassiert die nächste Zeitstrafe, 18 Sekunden. Ey, sie liegt auch bei 18 Sekunden. So, die AC hinten an Janni vorbei. Bringt ihm aber auch nichts bei 18 Sekunden Zeitstrafe. Wir befinden uns auf jeden Fall in der letzten Runde. Es sieht auf jeden Fall nach einem Sieg für Axel aus. So, die letzte Kurve für Axel. Herzlichen Glückwunsch an Axel zu Platz 1. So, wo kommt Buti rein? Gut, die fährt zwar als 10. durchs Ziel. Hat auch nochmal Platz eingebüßt. Oh, schade, sehr ärgerlich für ihn. Hat anscheinend noch einen Dreher gehabt. Somit reicht es nur zu Platz 8 für ihn. So, also Axel Platz 1, Hurricane Platz 2, Rinaldos auf Platz 3, Janni auf der 4, Beamsy auf der 5, Lord Dennis 6.
Olaf 7. Booty 8. AC 9. Dynamo auf Platz 10. Leclerc auf der 11. Sabi auf 12. Und Slavon auf Platz 13. So, meine Lieben, damit sind wir am Ende angekommen. Ich danke euch fürs Einschalten. Ich rate euch jetzt rüber noch ein paar Minuten zu Gran Turismo. So, Maxi, wer noch nicht kennt, lasst ihm gerne Liebe da. Ansonsten einen schönen Abend noch und einen schönen Start in die neue Woche. Gutes Nächtle. Wahrscheinlich deswegen verbremst. Oha, Pflücker TV redet mit 5 Zuschauern. Dankeschön.